Was hat der nächste US-Präsident mit deinem Bitcoin-Vermögen zu tun? Die US-Präsidentschaftswahlen sind nur noch wenige Tage entfernt. Dann entscheidet sich, wer ins Oval Office einziehen wird, Kamala Harris oder Donald Trump. Das Ergebnis dürfte nicht nur tiefen Einfluss auf die Weltwirtschaft haben, sondern auch auf Bitcoin und den Kryptosektor. Warum sind die Entscheidungen aus Washington für Bitcoin-Anleger weltweit so wichtig? In diesem Video erfährst du, was die US-Wahl für Bitcoin wirklich bedeutet. Gemeinsam mit der EU, internationale Hochschule und ausgewiesenen Experten haben wir eine umfassende Umfrage durchgeführt, um die potenziellen Auswirkungen zu analysieren und Einblicke zu geben, was die Wahl für die Zukunft von Kryptowährungen bedeuten könnte. Eine Sache vorweg, dieses Video dient ausschließlich Informationszwecken und hat nicht die Absicht, politisch oder finanziell zu beraten. Und jetzt weiter mit dem Video. Die US-Wahlen stehen vor der Tür. Kamala Harris und Donald Trump liefern sich ein denkbar enges Rennen um das Oval Office. Krypto könnte in diesem Jahr das Zünglein an der Waage sein, denn in den Swing States, den besonders wichtigen Staaten in dieser Wahl, sind so viele Kryptoanleger wie noch nie. 6,5 Millionen Menschen halten in diesen Staaten Bitcoin und andere Kryptowährungen. Das sind 15% der Wähler in den Swing States, also eine riesige Anzahl an potenziellen Wählern. Und ihr Einfluss ist enorm. Im Vergleich zur letzten Wahl 2020 ist die Anzahl der Kryptowähler um das 16-fache gestiegen. Egal ob Demokraten oder Republikaner, eine klare Präferenz zu Trump oder zu Kamala Harris gibt es dabei nicht. Laut einer Umfrage von The Morning Consult geben 47% der befragten Kryptoanleger in diesen Staaten an, für Donald Trump zu stimmen. Eine ähnliche Anzahl gibt aber auch an, für Kamala Harris zu votieren. Wichtiger für die Entscheidung, für wen sie später stimmen werden, ist aber ohnehin, wie die Kryptopolitik dieser Kandidaten aussehen wird. Dann schauen wir auf eine andere Umfrage von HarrisX, die gemeinsam mit dem Kryptounternehmen Consensus entstanden ist, dann geben 40% der Befragten an, für den Kandidaten stimmen zu wollen, der eine freundlichere Kryptopolitik verfolgen wird. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob der Kandidat zu den Republikanern gehört oder zu den Demokraten. Ohnehin sehen viele Kryptoanleger in diesen Staaten eine große Unklarheit bezüglich der Kryptoregulierung. Denn seit Jahren klafft da eine Riesenlücke in den USA, die bisher eigentlich nur die Republikaner richtig besetzen konnten. So langsam scheinen aber auch die Demokraten sich für dieses Thema weiter zu begeistern. Und schaut man auf das Ergebnis der Umfrage, wird auch klar, warum sich die Demokraten beginnen, für Krypto zu interessieren. 72% der Befragten geben nämlich an, dass sie sich eine klare Regulierung bei Bitcoin und Co. wünschen. 55% sagen sogar, dass Washington zu wenig tut, um die Branche zu unterstützen. Dabei gab es bereits mögliche Lösungsansätze, wie beispielsweise den FIT 21 Act. Der ist aber aktuell auf Eis. Lass uns über die Position der Kandidaten zu Kryptowährungen sprechen. Denn die Ansichten, die Kamala Harris und Donald Trump vertreten, könnten bezüglich Krypto unterschiedlicher eigentlich kaum sein. Zwar hatte sich Kamala Harris vor kurzem tatsächlich erstmals zu digitalen Assets geäußert, allgemein sind ihre Positionen bezüglich Bitcoin und Co. aber relativ unübersichtlich. Donald Trump hingegen hat sich als großer Fan von Bitcoin geoutet, obwohl er während seiner Präsidentschaft eigentlich eher ein Gegner von Bitcoin war. So hat er beispielsweise Kryptokonferenzen besucht, die Bitcoin-Konferenz in Nashville beispielsweise, hat dort großmündige Versprechungen gemacht, wo er gesagt hat, er wolle die USA zur Bitcoin-Nation Nummer 1 machen, er wolle den Mining-Standort stärken, er wolle eine CBDC, die so verhasste digitale Zentralbankwährung, auf gar keinen Fall in die USA bringen. Er hat sogar sein eigenes Kryptoprojekt gelauncht, World Liberty Financial. Das stieß zwar auf gemischte Gefühle, hat aber trotzdem untermauert, dass er es mit Krypto anscheinend wirklich ernst meint. Kamala Harris hingegen gilt als Blackbox. Erst vor kurzem hat sie die Wörter Digital Assets überhaupt das allererste Mal in den Mund genommen. Am Rande einer Konferenz sprach sie sich zwar dafür aus, konsistente und transparente Regeln für den Kryptosektor schaffen zu wollen, im Vergleich zu Trump sind ihre Versprechungen aber eher gering. Und obendrein kommt noch, dass niemand so genau weiß, was sie eigentlich konkret mit Bitcoin und Co. vorhat. Denn so konkrete Versprechen, wie Trump sie beispielsweise getätigt hat, hat man von Harris nicht gehört. Dennoch gehen Branchenvertreter davon aus, dass Harris' Haltung gegenüber Krypto positiver sein könnte als die der aktuellen Administration unter Joe Biden. Es zeigt sich also, beide Kandidaten wollen den Kryptostandort USA auf unterschiedliche Art und Weise stärken. Kamala Harris mit eher vorsichtigen Schritten und Donald Trump mit einem offenen Bekenntnis zu Bitcoin und Co.
Jetzt werfen wir einen Blick auf die Marktentwicklung und Trends, die wir kurz vor der Wahl beobachten können. Den allererfreulichsten Trend zuerst: Bitcoin handelte in dieser Woche so hoch wie seit Juni diesen Jahres nicht mehr, bei 71.000 US-Dollar. Allein im Oktober flossen in die Finanzprodukte von BlackRock, Fidelity und Co. über 3,6 Milliarden US-Dollar. Der Hype um die bevorstehende Wahl ist allerdings nicht der einzige Faktor, der den Bitcoin-Preis nach oben treibt. Viele Analysten weisen auch darauf hin, dass makroökonomische Faktoren mitverantwortlich für Bitcoins Rallye sind. Allen voran die Zinssenkung der Federal Reserve in diesem Jahr. Erstmals seit Jahren hat sich die Notenbank der USA dazu entschieden, Zinsen zu senken. Als Kennzahl scheint die Fed dabei nicht unbedingt mehr auf das Bruttoinlandsprodukt zu schauen, sondern vielmehr auf die Arbeitsmarktzahlen in den USA. Die geben aktuell Grund zur Sorge, weshalb Experten davon ausgehen, dass weitere Zinssenkungen wahrscheinlich sein dürften. Dennoch bleibt die Wahl für viele Trader ein Thema. Manche Analysten wie Tony Sycamore gehen sogar davon aus, dass Bitcoin immer mehr ein Sieg Donald Trumps einpreist. Und schaut man auf Prognosemärkte wie Polymarket, dann bestätigt sich diese Vermutung. Dort liegt Donald Trump meilenweit vor Kamala Harris. Allerdings gehen Wahlumfragen von einem deutlich engeren Rennen um das Oval Office aus. Sollte der Republikaner die Wahl gewinnen, hoffen Experten auf steigende Kurse. Ein Wahlsieg von Kamala Harris dürfte hingegen für weniger Optimismus sorgen, sagt CoinShares-Analyst Max Shannon gegenüber BTC Echo, wenngleich ihre Administration doch freundlicher gegenüber Krypto eingestellt sein dürfte als die Vorgängerregierung unter Joe Biden. Wir haben 45 Experten nach ihrer Meinung zum Einfluss der US-Wahl auf Bitcoin befragt. Das Ergebnis ist gemischt. Eine leichte Mehrheit von 58% sieht eine starke Auswirkung auf Bitcoin und Co. Oft wird dabei betont, dass die Wahl von Donald Trump potenziell positiver auf Bitcoin wirken könnte als eine Wahl von Kamala Harris. So meint André Dragosch von Bitwise, dass ein Wahlsieg Trumps sogar zu einem Kurssprung von etwa 10% bei Bitcoin führen könnte. Andere Experten wie Florian Dönert-Breyer von F5 Crypto sind der Meinung, dass unabhängig vom Ausgang die politische Stimmung in den USA günstiger für Krypto werden wird. Dr. Joachim Schwerin, leitender Ökonom bei der EU-Kommission, warnt jedoch davor, den Einfluss der US-Wahl überzubewerten. Bitcoin bleibt ein globales Phänomen und kein Jojo der US-amerikanischen Finanz- und Wirtschaftspolitik. Andere Experten wie Alexander Rapatz von Black Manta Capital betonen die Rolle der Fiskalpolitik und deren Einfluss auf die Inflation. Diese könnte den Bitcoin-Kurs stärken, da viele Bitcoin als inflationsresistenten Wertspeicher ansehen. Allgemein gehen die Experten davon aus, dass der Wahlausgang in jedem Fall dazu führen wird, dass sich die USA mit dem Thema Kryptoregulierung beschäftigen werden. Das würde nicht nur dazu führen, dass die Rechtssicherheit in den USA gestärkt wird, sondern der komplette Wirtschaftsstandort. Martin Leinweber von Market Vector Indexes erklärt, dass unabhängig davon, wer gewinnt, fiskalische Impulse erwartet werden, was Risikoanlagen wie Bitcoin unterstützen könnte. Insgesamt sagen die Experten, dass Makroaspekte also eine deutlich gewichtete Rolle haben als die US-Wahl selbst. Die große Frage lautet aber ohnehin: Wo steht Bitcoin in den nächsten 6 Monaten? In unserer Umfrage reichten die Schätzungen der Experten von 51.000 US-Dollar bis hin zu 120.000. Im Durchschnitt gingen sie in den nächsten 6 Monaten von einem Bitcoin-Kurs von etwa 85.000 US-Dollar aus. Das wäre neues Allzeithoch. Die US-Wahl bleibt eines der Hauptereignisse des Jahres. Im Kryptospace scheint es dabei einen klaren Favoriten zu geben. Dennoch haben vergangene Wahlen gezeigt, dass es gar nicht entscheidend ist, wer am Ende im Oval Office sitzt. Viel wichtiger ist eigentlich, dass die USA im kommenden Jahr unter einer neuen Führung endlich einen regulatorischen Rahmen für Kryptowährungen bekommen. Das dürfte Bitcoin und Co. auf jeden Fall zugutekommen. Was denkt ihr, welchen Einfluss die US-Wahlen auf Bitcoin haben werden? Schreibt es uns in die Kommentare. Vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und uns auf unserer Webseite zu besuchen, um keine spannenden News zu verpassen.